Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Purpur. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Pokémon-Pakt. Ja, beim letzten Mal kamen wir hier bei der Akademie an, haben die Terra-Kristallisierung gesehen und jetzt besuchen wir einen Kurs hier. Nee, warte mal. Eigentlich zuerst sollten wir zu unserer Freundin. Wie kann ich denn hier nochmal schnell reisen? Da konnte ich schnell reisen. Erstmal wollte hier unsere gute alte Freundin noch im Lehrerzimmer von uns. Aber wir besuchen auf jeden Fall einen Kurs heute. Das ist also das Lehrerzimmer. Die hat eine schöne Frisur. Den Gem haben wir aber schon mal direkt am Anfang hier hintergetreten. Mir gefällt deine Frisur. Ich will auch so lange Haare. Was für eine coole Person. Okay. Ja, das ist mein Ziel. Na, aber sicher doch. Das tue ich sowieso. Fessel ich euch mit meinen Attacken? Das werde ich sowieso. Ich werde alle Arenen besteigen, vernichten und dann hole ich mir den Rang des Champions. Ja, da will ich auch dann mal teilnehmen. Im Übrigen, hier nochmal, ne? Ich werde nicht nur die Hauptstory machen, ich werde auch noch den Aftergame-Content machen und eventuell noch so ein bisschen Koop-Zeug. Also wir werden über die Story hinaus dieses Projekt hier haben. Oh, danke. Wo sind denn die ganzen Arenen? Oh, eine ist ja relativ nah. Soweit ich das sehe. Der Weg des Champs. Kann ich mir aussuchen, in welcher Reihenfolge ich die mache? Wahrscheinlich nicht. Würde auch wenig Sinn ergeben. Die Frau da hinten am Bücherregal hat auch eine coole Friese. Ding dong. Okay, jetzt komme ich mal wieder ins Bett. Nein, was habe ich angestellt? Wer bist du? Moira. Natürlich verschwende ich meine Zeit. Du siehst besonders aus. Mit dir muss ich mich unterhalten. Ja, kann ja nur ins Büro. Es tut mir leid, Leute. Ich musste diesen Keks mopsen. Ja. Ich würde mal sagen, dieses eine Team da wieder. Welcher Freund? Hallo? Der Professor! Professor Futurus. So eine Null.
Oh, da will ich hin. Ja. Mann, was hab ich denn für eine komische Nummer? Nein. Ich hätte auch Nein sagen können. Ja. Um was geht es? Es leckt bei mir übrigens genauso sehr wie bei euch. Na, Miraidon. Ja, aber sicher doch, so ein cooles Pokémon, lass ich mir doch nicht durch die Lappen gehen. Ja, aber sicher doch, hier kriegst du meine Telefonnummer. Und ich dachte, ich hätte irgendwas angestellt. Ja, das heißt das. Okay, ich hoffe, ich habe hier meinen Spaß. Sie haben wunderschöne Pokale. Ich kann nichts untersuchen. Schade. Bei alten Spielen habe ich nämlich immer gerne alles angequasselt, was irgendwie da war. Hallo, Nimilia. Nimila. Ja, ich dachte auch, ich hätte irgendwas angestellt. Ja, ich habe ein eigenes Zimmer. Irgendwie wirkt das ein bisschen leer. Sieht wahrscheinlich aus wie jedes andere Zimmer. Schön mit Ö. Der Jugendslang wurde hier stark vertreten. Das ist meine Küche. Ich werde sehr viel kochen. Aber nichts davon wird irgendwie schmackhaft sein. Wie viele Tage bin ich denn schon da? Wie die Zeit verfliegt. Ich bin schon alt und schrumpelig geworden, so viel Zeit ist vergangen. Okay, ist ja gut, ich komme ja schon. Du bist viel wacher als ich. Ich muss erstmal frühstücken. Okay, ich hab gefrühstückt. Achso, ich dachte, ich komme einfach zu dir und dann sind wir dort. Wahrscheinlich Arena-Orden sammeln.
Nee, mein Kopf ist genauso leer wie davor. Oh, ist die Landschaft schön. Geht klar, Chef. Haben wir jetzt überhaupt irgendwie an einem Unterricht teilgenommen eigentlich? Aber was ist denn das für ein cooles Pokémon? Mopex. Okay, nicht in den Schlund von Paldea, also auf in den Schlund. Frage, hat sich auch meine Terra-Kristallisierung dadurch jetzt dringend nachiert? Weil es hieß ja nur im Pokémon Center. Kann ich auch am Unterricht wieder teilnehmen? Ich wollte ja eigentlich Unterricht heute mal machen. Es hieß ja frei arbeiten. Ja, ich muss dringend mal in den Mathekurs. Es geht. Ich bin nicht schlecht da drin, aber es geht. Mathe halte ich tatsächlich in der Schule nur Einsen und Zweien. Zweien, weil ich nicht gut im Zeichnen bin und wenn dann hier so Formen dran kommen, wie zum Beispiel Dreieck, dann sah das bei mir irgendwie aus wie ein Parallelogramm. Darf man einschlafen? Ah, ich muss das beantworten. Der Schaden wird verdoppelt, wenn es eine sehr effektiv ist. Wenn das alles ist, ist der Unterricht ja mega einfach. Mann, ist Mathe einfach. Da werde ich auch nur gute Noten erzielen. Kann ich jetzt direkt Mathematikkurs 2 betreten? Ja. Und wenn dann heute mal nur die Kurse machen und beim nächsten Mal dann in die Welt hinausziehen? Klingt auch nach einem Plan. Machen wir aber erst einmal Biologie und den Kampfkurs. Hallo, Herr Professor. Jetzt muss ich wahrscheinlich den Pokédex kennen, ne? Natürlich. Ja, der Kurs ist auch mal echt einfach eigentlich Tutorial. In Gebäuden. Ja, genau deswegen. Macht halt am meisten Sinn, weil im Wasser konnte ich sie halt auch laufen lassen. Okay, der Unterricht ist easy. Frag mich, wie viele es von den einzelnen Kursen gibt. Amura. 25? So sieht sie gar nicht aus. Okay.
Also wenn ich wirklich halt nur Fragen beantworten muss, wird das easy. Physische und Spezialattacken. Die physischen machen sich auf Angriff und Verteidigung, die Spezialattacken auf Spezialangriff und Spezialverteidigung. Ja. Oder andersrum. Pokémon, die Spezialangriff hoch haben, sollten Spezialattacken hauptsächlich verwenden. Weil ja andersrum das ja kaum was bringt. Wie gesagt. Geht so. Ja. Oh nee, Denksport. Ja, 10. Zweihundert pro Stück? 2000? Ach ja, der Premium-Ball. Ich hab den Premier-Ball vergessen. Oh, das war eine Fangfrage. Ich dachte, die meinten nur die Pokébälle. Ah, es gibt nur bis zu Kurs 2. Okay, dann können wir die anderen beiden jetzt auch noch eben schnell machen. Vielleicht kommt da ja in Zukunft mehr dazu. Ja. Konnten wir. Picknicks habe ich noch nicht gemacht. Ach so, ein Ei. Okay. Also es können random Pokémon-Eier bei Picknicks auftauchen. Ist ja sehr schön. Ja, dann sieht sie manchen auch einmal ihre Eier dann. So, bitte keine Fangfragen mehr. Okay. Ja, da kann man ja seine Tierenergie aufladen, ne? Ne, Terror-Raids. Ja, ich sterbe gerade im Feuer alle nur an. Ich doch nicht, ich habe noch keinen gemacht. Ich würde mal sagen, auf die Beine. Ja, ich glaube, ich habe sofort einen unter euch. Ich habe keine Ahnung von dem, was ich gerade vor mir gegeben habe. Ja, alle Werte steigern, aber darf nicht angreifen. Klingt logisch. Wahrscheinlich nutzt das überhaupt keiner. Weil im Normalfall hat man wahrscheinlich seine Pokémons wesentlich höher als der Gegner. Das ist. Das macht am meisten Sinn. Also, ich kann mir halt, wie gesagt, nicht vorstellen, hat irgendwer
das ihr so dringend braucht. Okay, Leute. Ich würde dann aber sagen, wir machen hier dann jetzt für heute Schluss. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß mit dem heutigen Video, beim Zusehen. Wenn ja, dann lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!